halb neun in der Früh. Und ich bin schon auf dem Weg. Mein Schassel führt mich jetzt zur U-Bahn. Alles Weitere ergibt sich. Hallo. Sag Servus. Ich stehe jetzt vor dem Stephansdom. Ich gehe jetzt weiter ins Kaffeehaus und dann fahre ich schon nach Unterkring. Da sind wir heute mit den Blueschaumeln unterwegs. Heute haben wir nämlich schon die Probe vorher, das heißt um 3 bin ich schon nach Unterkring zur Probe mit den Blueschaumeln und dann am Abend geht's los. Ich mag die Stadt irgendwie, wenn es so früh ist. Ich meine, früh, es ist kurz vor 9. Die letzten Rahmen schon weg. Und machen schon frei fürs Tagespublikum. Eine eigene Stimmung irgendwie. Das Café Alt-Wien, auch eine Legende, wo ich jetzt einkehre und mir Frühstück geben wir, beziehungsweise einen guten Kaffee. Kaffeehaus erledigt, wunderbar gefrühstückt, schön geplaudert, wie sich das gehört. Jetzt werden wir ein bisschen einen Spaziergang machen, nur durch die Innenstadt. Sonne, Standeln, wo es was zum Trinken und zum Essen gibt. Tischerl, Bankerl, da setze ich mich hin, ist klar. Ich habe versprochen, ich zeige euch einmal die Unterkringer Kirchen, die Alt-Unterkringer Kirchen, bei Tageslicht. Das letzte Mal war das ja schön der Fenstern, wie ich zur Zehnermarie gegangen bin, aber heute bei Tageslicht. Da bin ich da aufgefahren. Firmtouren. Und jetzt zeige ich euch noch was. Rossiger Gassen 44, da war der Herr Musikpädagoge Rolf Kaplan zu Hause und bei dem habe ich als kleiner Geschraub meine ersten Klavierstunden bekommen und habe 2 Jahre lang im Endeffekt damit verbracht, meine Eltern davon zu überzeugen, dass ich endlich wieder aufhören darf mit Klavier. Aber trotzdem, ich habe eine schöne Erinnerung an den Rolf Kaplan. Das war da. Glaube ich. Untergängerstoßen 234, 234. Das ist jetzt ein Privathaus und da war vorher der alte Weinstock drinnen, der Emmerich Hortner. Und der hat da einen Heurigen gehabt und da haben wir angefangen, die 16er Buben haben da die ersten Engagements gehabt, die ersten Frühschoppen und so weiter. Gleich da und vis-à-vis vom Stippert. Vom Stippert auch eine Institution von Untergängern. Normalerweise hätte ich da jetzt einkehren, aber ich muss jetzt schon weiter, bin schon ein bisschen spät dran, Reis. Und wir haben die Probe mit den Blueschaumeln, aber schaut sich das nochmal an. Da habe ich angefangen zu spielen. Gemeinsam mit Patrick. Herbert, Patrick, alle in schwerster Arbeit. Nur der Schlagzeuger zahlt oben. Ist es? Mein Hallo. Hui! Wie ist der Soundcheck, wenn du den Schauner zurückkriegen? Das gehört so. Das ist, da kann der Kamera gleichzeitig filmen und trinken. Ja, das ist ja. Für das soll das schon Oster kriegen nächstes Jahr, oder? Meine Rede. Mittlerweile habe ich Schnupfen, Hunger, Durst, alles Mögliche. Da sind sie beieinander. Da ist er eher. Schmähfieren. Das sind liebe Kerl, wirklich. Ganz liebe Leute, aber halt. Danke. Wir sind ein bisschen lebst. Der Soundcheck war in Ordnung. Mehr können wir nicht machen. Das Licht passt. Der Ton passt. Die Chemie stimmt. Schau dir was an. Jetzt geht's dann gleich an.
Symphonie. Was war eigentlich der Schlagzeuger? Bei uns in der Band hast du ja nur wie der Ehrengast vom Lugner. The Body. Hinterher wollte immer, dass man The Brain nennen, aber das ist cool. Das Lied heißt Sexy Männer. I'm just a lonely boy, lonely and blue. Und mir mehr wurscht, wo ich nichts mit Arzt auf wie. So, letztes Lied. Ja. Ich weiß nicht, was ihr immer habt. Es war nicht einmal so gut.